Wenn man unterwegs ist und mal dringend muss, hat man meist die Wahl zwischen einem Damenherren- oder einem behindertengerechten WC. Doch es gibt Menschen, die benötigen mehr Platz und mehr Ausstattung. Die Lösung: Toiletten für alle. Seit heute auch auf dem Mundenhof. Wenn wir Inklusion wollen und dass die Menschen mit Behinderungen teilhaben können, dann brauchen wir an den wichtigen Standorten eine Toilette für alle. Wir haben sie mittlerweile am Schauinsland. Wir bauen sie jetzt bei der großen Schule, Staudinger Gesamtschule, auch ein. Das Stadion bekommt eine Toilette für alle. Also Sie sehen, wir wollen schon, dass alle teilhaben am öffentlichen Leben. Die Ausstattung der Toiletten, eine höhenverstellbare Liege, ein Hebellifter für leichteres Herausheben. Ein luftdicht verschließbarer Mülleimer, eine Raummindestgröße von 7 Quadratmetern. Wer älter als 3 Jahre alt ist und etwas kräftiger ist, der passt eben nicht auf den Babywickeltisch und muss gewickelt werden. Und dann bleibt nur die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, auf dem Fußboden der öffentlichen Toilette gewickelt zu werden, hinterm grünen Busch 7 oder im Parkplatz. Und das sind keine menschenwürdige Lösungen. Für Annette Birkenberger und Sohn Marius ist der Bau einer Toilette für alle ein ganz wichtiger Schritt, damit auch sie ihre Freizeit wieder flexibler und vor allem einfacher gestalten können. Selten, dass wir dann uns tatsächlich zu Ausflügen wagen, weil das Windelwechseln halt normalerweise nicht möglich ist. Hier jetzt im Mundenhof, denke ich, werden wir auf jeden Fall häufiger gehen können und halt auch gemütlicher gehen können. Nicht immer mit Blick auf die Uhr, wann muss man wieder zurück, dass wieder Essen und Trinken stattfinden kann oder Windelwechsel stattfinden kann, sondern halt wirklich gemütlich sich auch mit Freunden treffen, die dann oft eben keine Kinder im Rollstuhl haben, für die das einfach ganz anders möglich ist. Und jetzt, denke ich, wird es für uns eben auch möglich, sich mit solchen Freunden zu treffen, was auch Marius und Emma total mögen. Wenn dann andere Kinder dabei sind, dann haben die ihren größten Spaß. Und ja, das ist einfach ein Stück Teilhabe und Inklusion dann auch dadurch möglich, wenn man so Toiletten für alle hat. Annette Birkenberger wünscht sich für die Zukunft mehr solcher Toiletten. Auch auf den deutschen Autobahnraststätten, um irgendwann mal weiter als 2 Stunden fahren zu können. Seit 2016 wird die Ausstattung der Toiletten mit einem Zuschuss von 90% gefördert. Jetzt muss der Bau der Toiletten für alle nur noch öfter umgesetzt werden.